Ich habe mich schon gefragt, wann das Spiel wieder abstürzen mag. Ich hätte irgendwie wieder gedacht, wegen wie im Rennen oder nach dem Rennen oder so, aber nicht nach einem Shop. Hallo? Ich bin ja noch gar nicht fertig hier mit Tune. Was fiel mir jetzt noch? Oh Gott, wieder ein Gedächtnis wie ein Sieb. Autohändler, Karosserie, Spezialteiljob, genau. War hier nicht auch einer? Vielleicht? Ich weiß es nicht. Ich müsste bitte nachgucken. Na toll. Hätte ich auch vorher machen können, bevor ich die Aufnahme starte. Wo ist mein Handy? Wo ist mein Handy? Wisst ihr zufälligerweise, ob hier unten ein gelber Shop ist? Denn ich weiß es nicht. Ohne Scheiß. So. Komm, Handy. Nein. Oh, diese scheiß alten Tabs. Neuer Tab. Need. Oder NFS. U2. Map. Komm, Internet, du weißt, was ich will. Du weißt, was ich will. Ich will diese blöde Karte mit den Links haben. Ja, genau. Diese uralte Fickkarte. Ja, da unten ist einer. Da unten ist einer. Hier bei dem Shop ungefähr. Nee, gar nicht. Hier bei dem Stern. Da ist einer. Dann fahren wir da hin. Da ist der scheiß gelbe Shop hier. Mann, das habe ich immer gehasst bei Underground 2. Diese blöde Shopsucherei, ey. Hat er gute Lenkung? Hat er gute Lenkung? Ja, der fühlt sich gut an, die Lenkung hier, ne? Aber ist sie noch besser als beim Eclipse? Laut den komischen Strichen da, ja. Aber ist der andere Kram auch besser? Ist die Karre hier schneller? Keine Ahnung. Dafür müssen die schnell auf dem Prüfstand. Und dann müssen die mir die ganzen Werthaus schreiben und gucken, dann, welcher dann von denen besser ist. Aber scheiß drauf. Hauptsache, ich kann damit am besten fahren, ne? Und ich gewinne damit. Ah, und ich habe doch... Nein, ich habe den Geldschein verpasst. So, hier soll das gelbe Ding sein. Und da ist das gelbe Ding. Dang, dang, ding, dang. Danke, du uralte Karte aus dem Jahre 2004. Ja, ja, bau rein die Kacke. Ich muss 10 Sterne erreichen. Ja, das gibt leider keine Sterne. Oh, bling, bling. Was nehmen wir denn hier? Ist egal, was wir nehmen hier. Ja, irgendwie sieht das irgendwie alles nicht doll aus, ne? Ein bisschen angrauen vielleicht. So, das sind irgendwie hier so rot, genau. Guck mal, ist alles viel dunkler dann. Boah, das gelb, grün. Kannst du das eklige Farben, ey. Kann sich den Wagen aber auch eklig gestalten. So, das muss blinken, blinken, es muss blinken. Das grüne Neo. Oh Gott, das beißt sich ja schon fast, ne? Korallfarben. Was ist das Neon im Auto? Das weiß, das sieht doch eh keiner, oder sieht man das irgendwie durch die Kofferraumklappe? Nicht wirklich. Innenraum-Neon. Goldposierend. Dann nehmen wir auch Korallfarben. Innenraum-Neon? Carbonin? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Auch irgendwie ein Debug-Ding oder so, wie scheint. Was? Du musst Kofferraumstufe installieren. Ja, ich glaube, das hatten wir doch auch hier gekriegt, ne? Kann das sein? Ich muss mich ja echt wundern, wie viele scheiß Tuning-Möglichkeiten es in dem Spiel hier gab, ey. Gibt's ja echt mehr als in allen anderen, ne? Guck mal, kannst du selbst die Farbe von Dings ändern. Violett. Ich glaube, die ganzen Düsen hier und so weiter. 100 verschiedene Farben, ey. Ja, grün und Gold, Hydraulik. Alles reinbauen. Stufe 3. Da muss natürlich auch alles voll mit irgendwelchen sinnlosen Sachen. Ich glaube, hier ist es ja auch egal, ne? Also du baust irgendwas ein. Was du einbaust, ist scheißegal. Durch dicke Subwoofer, Junge. Hallo. Wo ist der dicke Subwoofer da? Da muss ja alles, da muss ein Display rein, Alter. KTN-Stufe, Doppel-LCD. Gibt es noch ein LCD? Crossover. Ich habe keine Ahnung, was Crossover ist. Und zwei LCDs mit 7 Zoll. In der Mitte kann auch irgendwas. Achso, nee, das ist Dings hier. Guck mal, jetzt habe ich schon 9,5. Schon fast. Warte, guck mal, sie kann auch Spinners einbauen. Also, dann geht ihr Dings weg. Hier, die, geteilte Hauben. Ach so, weil er Dings wegnimmt hier. Das andere Teil. Ah, okay. Das reicht sogar schon für 10. Das hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht, ey. Dass das schon reicht. Ja, sowas kennt man in Real Life, ne? Aber wer hat denn so welche Türen, das ist ja bescheuert. nein, wir wollen die Schere. So.
Kann ich ja theoretisch auch, wenn ich es nicht brauche. Warte, wo waren das gewesen? Neons. Und dann genau, Kofferraum-Neon. Und dann hier pulsieren natürlich. Blaues Gold drin. Wow, kaum zu glauben. Wir haben doch 10 Sterne bekommen. Ach ja, weil wir ja ein bisschen die Bug-Scheiß-Dreck drin haben und so weiter. Dann schaffen wir das. Auf 10 Sterne. Zum Glück, weil sonst ist es richtig dumm, auf 10 Sterne zu kommen. Ich sag ja, richtig, richtig, richtig dumm. So, lass mich raten, wir sollen wieder irgendwo hinfahren. Natürlich, woher sonst? Nach ganz oben. Fahren wir einmal diese blöden GPS-Cover ab, weil irgendwann müssen wir die auch mal fahren. Damit wir ein bisschen, ne, weg mit der Maus, weg mit der Maus, damit wir ein bisschen Abwechslung haben. Ist ja jetzt auch Rennfahren, bloß eben, ja, Sprintrennen zu einem bestimmten Ort ohne Barriere. Eigentlich wäre es ja auch gut, wenn ich dann mal wechseln würde zwischen Duell und Rennen, ne? Aber keine Ahnung. Es ist so in mich reingefressen, dass ich die Duells einfach als letztes machen muss. Ich muss das letztes machen, diese Fuck-Well-Rennen. Ah, die sind einfach Krebs, deswegen müssen sie als letztes gemacht werden. Fertig. Sag mal, das. Ich habe mich erst um der Schöne gewidmet. Naja, mehr oder weniger schön. Und dann eben kam der ganze grässliche Kram. Da seid ihr auch schon so alt, dass ihr sagt, damals war alles besser. Need for Speed Underground 2, das war noch ein Need for Speed. Die heutigen Need for Speed sind alle scheiße. Weil ja, Geschichte wiederholt sich, ne? Uah. Dass man immer so denkt, damals war alles besser. Das hat die ältere Generation vor uns schon gesagt. Das wird die Generation nach uns sagen. Das ist immer Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung. Ich merke das ja an mich selbst, ne? Dass ich mich in einige Sachen, so gesagt, nicht interessiere. So wie Social Media, das ist irgendwie, naja. Es gibt auch wahrscheinlich junge Leute, die sie ablehnen, obwohl als Social Media aufkam, war ich eigentlich noch jung gewesen. Facebook und so weiter, als ich auf Facebook abgegammelt habe, da habe ich meinen Zivildienst gemacht. Da war ich, boah, gerade 18, glaube ich, geworden. Boah, ich volle Kante vorbeigefahren. Ich habe noch eine Minute. Da habe ich das schon überhaupt nicht interessiert. Ich war kein 18, ich war 20, glaube ich. Trotzdem war ich noch ziemlich sehr jung. Keine Ahnung, aber Social Media, ich bin da zwar angemeldet, aber ich mach da nichts. Deswegen habe ich auch schon ein paar Mal überlegt, zu löschen so ungefähr. Lösch dich! Tolle Zeitschrift, speichern, bloß nicht abstürzen spielen. Ist hier auch noch irgendwo ein Stern? Wirklich? Ich muss jetzt wieder komplett nach unten fahren, um die nächsten Stern zu holen? Nice! Dann fahren wir nach unten. Ja, Maus, weg. Tschüss, Maus. Ja, Social Media, pff, so im privaten Umfeld ist es eigentlich nur nervig, sagen wir es mal so. Und im öffentlichen Umfeld würde ich sagen, ist es eigentlich nett. Teilweise wird es ja sehr, sehr extrem als Werbung genutzt. Gerade wenn du ein Influencer bist, bist du ja fast nur eine Werbeplattform, ne? In vielen Dingen. Deswegen habe ich auch immer von Social Media eigentlich Abstand genommen. Na toll. Deswegen bei Instagram sehe ich ja auch immer so ein paar nette Bilder von irgendjemandem oder so weiter, wo ich auch so denke, ja okay, das reicht mir aber. Und dann haut mich Instagram auch schon die Meldung ins Gesicht, ich möchte mich anmelden, um weitere Bilder zu gucken oder zu abonnieren oder wie auch immer. Wo ich auch so denke, nee, kein Interesse, das reicht mir schon hier. Tschüss! Bei Facebook genau dasselbe, ziemlich auch eben viel, einfach viel nicht. Für das, was ich mich interessiere, was ich mir eben reinhämmern will in mich, gehe ich auf YouTube. Also, ja, YouTube ist ja theoretisch auch Social Media, ne? Mehr oder weniger. Ist eine Videoplattform, aber da passiert auch viel davon. Aber da gehe ich auch nur da rein, was mich interessiert. Eben alte Computerscheiße, Spiele. Keine Ahnung, was halt interessiert, ne? Wahrscheinlich, weil die nicht so vertreten sind auf Instagram oder Facebook. Die neue DVD-Serie haben, die bald rauskommen soll. Bist ja ein richtiger Filmstar, hä? Ist das 10-Sterne-Ding gewesen? Ich glaube ja, Blacktop Bandits. 10 Sterne. Dann haben wir die Kakao schon hinter uns. Ja, dann ist jetzt nur ein einziges Teil hier und ich glaube, das ist dann auch das letzte Prämienteil, weil wir kriegen die Prämien ja immer nur durch Sterne. Kann das sein? Ich glaube ja. Und da das letzte ist und wir 10 Sterne sind, ist das letzte. Das allerletzte. Kann natürlich auch sein, dass nachher, nach
Fuck. Verpasst. Nach ein paar Rennen Dings kommt. Doch nochmal ein Stern. Nach den ganzen UL-Rennen. Ja, vielleicht, wenn ich mit dem Sponsorvertrag durch bin, dass nochmal einer kommt oder so. Aber sonst. Naja, du kriegst auch theoretisch Rufpunkte dadurch, ne? Du kannst ja auch wieder ein Cover bekommen. Obwohl, das sind Rufpunkte. Wo stehen die überhaupt? Da muss ich wahrscheinlich irgendwo in einem Katalog hier nachgucken oder so. Damit ich irgendwo sehe, wie viele Rufpunkte ich habe. Und dann sind die auch ja nichts auch sagen. Das ist viel, das ist wenig, so ungefähr. Hier mitten im Sand ist ein Teil da. Der Fotograf wird nicht ganz zur Nacht warten. Ja, wo ist er denn da ganz hinten? Na toll. Warum lässt er mich dann überhaupt hier hinfahren, wenn ich da hinten hinfahren soll, wo ich gerade mehr oder weniger herkomme? Naja, keine Logik, aber Videospiele dürfen keine Logik haben. Keine realistische Logik. Sonst wäre es ja auch langweilig, ne? Wenn ich ein realistisches spielen will, dann spiele ich ja gleich hier irgendwelche Spiele, die das machen, ne? Also Sportspiele oder ja, theoretisch so welche Rallye-Spiele, die realistisch sind, sind ja theoretisch auch Sportspiele. Realismus, Echtzeit, Strategie, aber man muss mein Kopf schon wieder. Meine Nase ist auf jeden Fall gerade irgendwie zu. Warum ist meine Nase zu? Was ist denn da los? Nicht, dass ich auch noch krank werde. Nein, nicht die eine Krankheit, sondern ganz normale Erkältung. Das war echt gerade scheiße, ey, mit der Nase. Mann, hör auf! Junge, wie soll ich denn jetzt Pilz aufnehmen, wenn meine Nase dicht ist? Das hört sich jetzt richtig scheiße an. Wenn ich die ganze Zeit so rede, dann dreht man ja durch, ey. Ich brauche eine freie Nase, Junge. Könntest du dann auch zwar hier immer die Nase voll hämmern mit diesem Nasenspray, aber so richtig ekliges Gefühl, finde ich. Aber im allerschlimmsten Fall, wenn ich pennen gehen will, dann mache ich das auch. Weil das ist so richtig scheiße, wenn du mit zuer Nase pennen gehst. Du hast dich echt angestrengt und Importuner hat's gesehen. Du bist auf dem Cover. Nice. Und ich muss wieder kein eigenes Foto machen, denn ich bin faul. Eine faule Sau bin ich. Eine faule Sau. So, jetzt fahren wir noch ein Rennen und dann beenden wir das Spiel leider für heute. Ich würde ja gerne weiterspielen, aber es geht einfach nicht. Es geht einfach nicht. So, wir fahren nochmal rundlos drin. Denn heute ist Dienstag und Dienstag habe ich leider nicht viel Zeit. Mann, Nase. Sehr schlimm, ey. Und außerdem meine Nase sagt auch, dass ich nicht mehr lange spielen darf. So eine Scheiße, ey. Ich glaube, ich muss mal ausschnupfen gleich. Dann mache ich aber, glaube ich, kurz Pause. Oder wollt ihr zuhören, wie ich ausschnaube? Lecker, lecker. Der Schleim aus der Nase kommt. Jetzt habe ich keine Facecam, ey. Komm, ich mit Taschentuch noch in die Kamera zu halten. Na, jetzt ist es richtig pervers. Mann, Nase, ey. Was fahren wir denn hier? Ein kleines Rennen. Wahrscheinlich wieder drei Runden. Aber ja, die ist ja nicht ganz so groß, die Strecke hier, ne? Aber durchschlossen und warum feststellen, dass gleich eine Kurve hinter kommt? Oh Mann, das war gut. Super toll. Eigentlich überlege ich sogar schon neu zu starten, weil das so dumm war, der Anfang, ey. Ah, komm, das Rennen geht nicht so lange, glaube ich. Das sah auf jeden Fall so danach aus, dass es nicht so lange ist. Ey, voll die Werbung, ey. Riesiges VW-Zeichen. Was ist da los? Produktplatzierung und so. Nein, könnte ich's wagen. Dass VW-Werbung in ein Spiel macht, wo es um Autos geht und wo man auch VWs kaufen kann. VWs? Oder? Es gibt auf jeden Fall den Golf hier, aber ich glaube. Einen anderen Wagen gibt's hier, glaube ich, gar nicht, ne? VW-mäßig. Naja, umso besser. Wie gesagt, ich mag leider nicht so gerne VW-Autos. Volkswagen-Autos. Aber naja, ist ja auch immer Geschmack, ne? Von jedem selbst. Die einen stehen auf Mercedes, die einen auf... Bah! Scheiße, Gegenverkehr. Dankeschön! Was? Einen stehen auf Mitsubishi, die anderen stehen auf Toyota. Also ich stehe auch mehr auf Asiate, sagen wir so. Aber wenn ich die Wahl hätte, was für ein Auto ich mir holen würde, ich keine Ahnung. Ich glaube, ich würde mich erstmal tagelang informieren, bis ich herausfinden würde, welcher Wagen mir so gesagt mich interessiert oder ja, in Frage kommen würde.
Weil den Wagen, den ich ja jetzt habe, der ist mir einfach nur so zugespielt worden, so ungefähr. Weil ein Kollege hatte sich das Auto gekauft und das war dann eben mehr oder weniger nicht das Richtige für sich. Und ja, dann habe ich ihn für einen günstigen Preis abgekauft und so bin ich zu den Wagen gekommen. Weil sonst so in der freien Wildlaufbahn, wo ich glaube, ich hätte ihn nicht unbedingt gekauft. Weil es muss ja jetzt nicht viel PS sein, aber der hat wirklich sehr wenig PS. Wie ist ein ganz bisschen mehr Power hätte es schon sein können. Nur ein bisschen. Naja, dafür habe ich, was Reparaturen und so weiter angeht, relativ viel Glück mit dem Auto gehabt. Außer Bremsen war bis jetzt noch nichts gewesen. Zum Glück. Keine Zündkerzen, kein Motor. Obwohl die Luftfilter, die habe ich ja selbst mal ausgetauscht. Aber das ist auch so schwer. Machst die Klappe auf, nimmst den Filter raus, machst den Filter rein, machst die Klappe zu. Ui. Wundert mich nicht, dass sie die irgendwie auch irgendwie versteckt haben, dass man da nicht so einfach rankommt. Das machen die ja gerne, ne? Bei Autos, da kamst du damals leicht an vielen Sachen ran und konntest sie einfach so austauschen. Aber das ist nicht nur bei Autos so, bei vielen Sachen. Egal, auf Kaffeemaschine oder Waschmaschine, viele Sachen konntest du damals einfach so austauschen, bis sie die dann irgendwann so richtig dumm verbaut haben. Wo du denkst, warum haben die so unnötig kompliziert gemacht? Schon wieder ein Auto, fick dich, ey. Okay, dass die Strecke nicht so lang ist, ja, habe ich ja schon mal halbwegs mit recht gehabt, ne? Das dauert die 1,5 Minuten? Oh, das geht ja einigermaßen. 3 Runden, 1,5 Minuten. Weil die Rennen, die in Underground waren, die wurden ja auch immer länger und länger und länger. Hier in dem Spiel geht's eigentlich, außer natürlich bei den URL-Rennen, die werden gefühlt immer länger und länger und länger. Gerade weil die Strecken auch immer länger und länger und länger werden. Nicht umsonst gab es ja immer so einen komischen Fanpatch, den ich gesehen habe, wo sie die URL-Rennen verkürzt haben. Weil sie so sagten so, so lange will doch keiner URL-Rennen fahren. Ja, wirklich, so lange will keiner URL-Rennen fahren. Gerade wenn man nicht Let's Plays macht, die ganze Zeit darüber labern muss, weil sonst ist es ja langweilig. Ah, Mann, diese dumme Hauskante, ey. Aber manchmal muss man den Spruch ernst nehmen, den es vor Ewigkeiten mal gab. Dieses uralte Video mit dem Pinguin oder so. Da haben sie den danach gemacht. Ich habe keine Ahnung. Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal Fresse halten. Warum fahre ich eigentlich jedes Mal links? Links ist scheiße, du kannst da nicht einfach durchfahren. Rechts kannst du durchfahren, mehr oder weniger. Und ich fahre trotzdem mal links. Links, links, links. Das haben wir damals schon gemacht, das machen wir heute auch so. Egal, ob das ineffizient ist oder beschissen. Zum Gewinnen hat es immer gereicht, also fahren wir da weiterhin längs. Das ist eben so, wenn man so passiv fährt, ne? Einfach das Gehirn ausschaltet und, automatisch fährt es ungefähr. Ein Autopilot geht. Nein, Auto, kein Auto, gut. Ich achte diesmal extra auf diese Ecke drauf, weil du ja auch nichts sehen kannst hier. So, wir haben es so gut wie geschafft. Ach ja, scheiße. Ah, fuck, ich muss meinen Durchlauferhitzer noch hochstellen. Ah, nee, ist kein Durchlauferhitzer. Das ist ja ein kleiner Boiler, ist das. Die muss ich hochstellen. Sonst muss ich gleich kalt duschen und habe ich gar keinen Bock drauf. Und dann darf ich auch mehr oder weniger gleich ins Bett. Yay! Ich liebe es, wenn die Tage so kurz sind, wo man nichts machen kann. Man kommt nach Hause, frisst was und dann kann man nach dem Let's Play gleich ins Bett gehen, so ungefähr. Geil. Das geht dann auch nur Dienstag und Mittwoch. Weil Montag und Donnerstag habe ich Schule. Da habe ich gar keine Zeit. Und Freitag will ich mehr oder weniger mal ausspannen. Weil Freitag auch immer bei uns auf der Firma anstrengend ist. Für mich auf jeden Fall. Gut, Leute, das reicht. Die Session ging heute nur eine Stunde, aber ich kann einfach nicht länger. Es geht nicht länger. So eine Scheiße. Immer wenn man länger will, dann geht's halt nicht. Naja, jetzt geht's sowieso nicht, weil meine Nase jetzt gerade sagt, nein, geht nicht. Ich glaube, das hört man so langsam, ne, dass die immer dichter wird. Mann, fuck it, ey. Ach, egal. Wir sehen uns das nächste Mal. Ich hoffe, das dauert nicht allzu lange. Denn, ja, vielleicht ist meine Nase dann ganz zu und dann muss ich erstmal wieder aussetzen, bis meine Nase frei ist. Geil. Richtig Bock.